Da kann ich mich noch besinnen, bin ich, da bin ich 16, 1992, wo die Schweizer im Finale waren, das letzte Mal. Wir wollen natürlich das auch erreichen. Und ja, dann war von mir ein grosser Traum, auch im Team können sein, vielleicht mitspielen. Und ja, super, super Erinnerungen, kennen natürlich alle zusammen noch, weil sie vor dem Finale sind dann noch der Captain irgendwie ausgewechselt. Und ja, ich kann mich erinnern, dass ich die Partie dann im Fernsehen geschaut habe, gegen die Amerikaner, wo die Amerikaner mit vier ehemaligen, oder ich glaube, sie alle schon ehemalige Nummer 1 waren vor der Welt. Ja, ist sicher eine super, super Erinnerung und ja, hoffen wir, dass wir das hier wiederholen können. Ich sehe alle zusammen noch ein bisschen jünger aus hier. Das war meine erste Begegnung als Captain. Sicher auch noch ein bisschen nervös gewesen. Ja, der Roger war dann das Nummer 1 der Welt und ja, es war ein riesen Moment. Ich war sicher auch ein bisschen angespannt vor der Begegnung. Aber ja, es ist dann gut gelaufen. Der Roger hat mich dann ein bisschen beruhigt und hat mich nach irgendwie 6-0, 6-0, 2-0. Für ihn hat er mich mal gefragt, ob es ihm gefällt als Captain. Das war bei der Pressekonferenz wahrscheinlich auch eine von der ersten. Ich war vorher schon Fed-Cup-Captain und hatte ein paar Pressekonferenzen gehabt, aber ja, im Davis Cup war das sicher eine der ersten gewesen. Und für mich natürlich auch ja, extrem gewesen, wie gross das Interesse war im Roger gegenüber. Wir haben ja auch, das war wahrscheinlich ausnahmsweise mal, gewesen, wo ich mal eine Frage beantwortet habe, aber sonst war das dort im Stil gewesen, der Roger. Beantwortet 98% der Fragen und die anderen kommen noch vielleicht ein, zwei Fragen über. Ja, hier ist auch, es sind alles gute Souvenirs. Das ist die erste Partie, in der ich dabei war, als Assistenzcoach. Ich bin dann noch am Rand auf dem Bild und ja, kann mich gut erinnern. Ich bin natürlich der zum Teil noch jünger gewesen, als Spieler. Als Rosse bin ich natürlich noch jünger gewesen. Mit dem Ivo Heuberger habe ich zusammen gespielt, der Bastel. Ist jetzt hier nicht drauf, aber der war schon dabei gewesen und der ist auch noch ein Jahr älter. Gegen Italien, wie auch das mal. Unsere Mannschaft ist identisch, von den vier Spielern her, plus dem Captain. Da haben wir Heimvorteil das mal, im Gegensatz zu dem, wo wir das Genoa haben gespielt. Und der Heimvorteil von dem versprechen wir uns natürlich einiges. Ja, die Zuschauer, die uns wirklich vom ersten bis zum letzten Ballwechsel abpushen, kommt manchmal vielleicht nicht so über, aber es ist für uns extrem wichtig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was wir dann besprochen haben, aber das hat wahrscheinlich weniger jetzt irgendwie mit der Begegnung oder mit dem Match zu tun gehabt, oder weniger über Tennis. Also wir haben, so sonst haben wir es natürlich sehr lustig im Team und ja, sind alles Freunde. Eben. Wir haben es schon gesehen gehabt, beim einen Bild, wo wir seit 2009 ja, wo wir die genau gleiche Mannschaft hatten, aber viel geht noch weiter zurück. Oder? Also, wir sind schon ewig, kennen wir uns, sehen uns auch immer wieder auf der Tour, wir haben ein super Verhältnis und ich glaube, das wird uns helfen, auch in dieser Partie einfach wirklich den Zusammenhalt zu haben, außerhalb, nicht nur auf dem Tennisplatz, dass wir erfolgreich sein können.